Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. So, wir müssen wieder zurück, glaube ich. Wir waren nämlich ein bisschen zu weit gegangen, beziehungsweise wir sind nicht zu weit gegangen, zu weit gereist. Kommt, ihr Freunde. Kommt, Freunde, das ist der Schnellzug zur Speisspitze. Ich hinke dem Fahrplan schon gefährlich hinterher. Wagner, was ist mit dem Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen? Kümmern Sie sich nicht um solche niederen Angelegenheiten, Süße. Erhabene Genie, überlassen Sie das mir und meinem Zug. Wir brettern einfach mittendurch. Keine Sorge. Seien Sie unbesorgt. Wenn Ihre Freunde auf der Seiselspitze verweilen wollen, werden sie in meiner Gunst und unter meinem Schutz stehen. Okay. Aber hier ist doch auch noch, Na gut, dann gehen wir mal rein. Fürchtet euch nicht! Fürchtet nicht den holprigen Pfad, der vor uns liegt. Meine Radsätze ruhen auf Gleitlagern, die eine stoßfreie Federung meiner Hornblöcke ermöglichen. Das ist ganz toll, aber könnten wir uns bitte auf den Finsterzeit-Tentakel auf den Gleisen konzentrieren, statt auf Stoßdämpfer? Alles einsteigen! Die Kraft des Dampfes steht in Ihren Diensten. Legen wir uns ins Zeug für die Herrlichkeit von Terra Flora. Na, da bin ich ja jetzt mal neugierig. Der Wegler irgendwas zu bedeuten? Zerstöre Finsterzeitaugen. Okay. Ah, am Wegler selber. Okay. Und wo kommen die Gegner auf den Zug her? Und warum bin ich wieder ganz hinten? Und... Und wie zerstöre ich die? Ich hätte jetzt am liebsten, glaube ich, sogar Luigi, ne? Warte mal, wenn ich mit der angreife, erwische ich zwei Stück. Wenn ich so angreife, erwische ich auch zwei Stück. Zwei von 16 zerstört. Jetzt kommt sie dran. Sie kann zweimal rutschen. Und könnte... Ja, machen wir so. Eins. Zwei. Oh, das bringt nichts. Das hätte was gebracht. Das würde auch funktionieren. Das könnte ich jetzt noch machen, aber bringt das was? Gehen wir jetzt erstmal mit Mario ran. So, wartet. Jetzt kann ich mit
Windstoß, Schockschaden. Aber der fällt dann wahrscheinlich nicht runter, ne? Ah, ich komme an den nicht ran, na egal. Aber ich kann ja mit ihm noch springen und dann da rüber. Und mich dann da verstecken. Ja, das kann man so machen. Das ist ein Mehrphasen-Bosskampf, so wie ich das sehe. What the? Why? Why are you doing this to me? So, dann. Spritzangriff. Damit könnte ich die locker platt machen. So, dann kann ich mich mit ihm bewegen. Und dann kann sie hier nach vorne kommen. So, dann kann er, kann sie springen. Autsch, das war doof. Nee, da möchte ich hin. So. Das heißt, er muss jetzt so ein bisschen runter. Dass sie... kann sie... Ja, sie könnte dahin... schafft sie auch den Sprung bis dahin? Das würde mir natürlich noch mehr helfen, ne? Mit viel Glück schafft sie es. Ja. So. Nein, dreh dich. Nehmen wir schon mal rauf. So, jetzt kann sie immer noch Windstoßangriff. Ah, das geht nicht. Okay. Ich könnte jetzt dadurch, dann würde ich zu dem kommen, aber es wäre auch total dumm. Also gehe ich mal hier runter und versteck mich. Genau. Und er könnte jetzt hier noch durch. Und kann sich sogar hier verstecken. Weil mehr Augen sind da beim Wiggler nicht. Nee. Und kabumm. Schön, dass ihr euch da hinten gesammelt habt. Ah, da sind die anderen Augen. Das wäre jetzt sehr simpel. Damit würde ich 3 Stück auf einmal schaffen. So. Und dann könnte ich... Ja, so gesehen hier warten.
Das war Windstoßangriff, ne? Es könnte... Ja, könnte funktionieren. Ja, das hat funktioniert. Jetzt muss ich mit ihr nur rüber. Mit ihr muss ich jetzt da rüber und muss den platt machen. Komm. Wunderbar. So, dann gehen wir jetzt von hier. Und weg ist er. Perfect shot, oder? Perfect. Ich wollte gerade sagen, wie, es kommt nur ein Gegner nach? Nee, da kommen noch welche. Drei Gegner, okay. Habe ich den nicht erwischt? Oh Mann. Ich hätte eigentlich echt gedacht, ich hätte ihn erwischt. Naja, egal. Ich käme mit dem bis hierhin. Weiter käme ich nicht. Nee, dann bringt mich das erstmal nicht weiter. Dann warte ich erstmal hier. Mit ihr gehe ich jetzt auch erstmal nur bis... Ja, hierhin, würde ich sagen, ja. Bleibt ruhig da hinten. So. Vielleicht geht es auch so. Fünf Augen auf einmal. Was? Warum habe ich die nicht erwischt? Oh Mann. Das ist ja doof. Komme ich so ran? Ne, da kann ich auch nichts machen. Da muss ich hier in Deckung gehen. Dann machen wir es mal so. Gehe mit ihm hinterher. So kann sie... So würde ich an den rankommen. Ich könnte mit dem Teamsprung die beiden da hinten erwischen, komm. Kann ich nämlich das machen. Und die beiden rauskatapultieren. Und sogar nochmal rauskatapultieren. Kann ich die noch vergiften? Das gibt's nicht, die haben echt überlebt. So. Dann muss ich jetzt einmal drehen. Mache ich das oder mache ich das nicht? Eigentlich macht das ja Sinn, ne? Spritzangriff. Ja, damit haue ich die erstmal weg.
So, damit kann ich dann zurück. Verdammt, da komme ich nicht ran. Da kann ich auch nichts machen, dann machen wir nächste Runde. Oh, perfekt. So, mit ihr kann ich nur ein einzelnes Ziel angreifen. Es sind noch genau 5 Stück. Damit habe ich die 2 schon mal weg. Das war's wert. So, mit ihr kriege ich... die 3 weg. Und hätte gewonnen. So easy war das. Ja. Nehmen wir gerne. Sogar relativ simpel, der Kampf. Schändliches Schicksal! Liebste Genie, meine Zuckersüße, der meine unsterbliche Liebe gilt. Es ist der Wille des Schicksals, dass unsere gemeinsame Zeit hier endet. Meine Steamy. Während Sie zur Speisespitze reisen, muss ich hier ausharren und meine geliebte Steamy wieder in Schuss bringen. Gut. Also, danke für... unbändiges Verlangen. Verbergen Sie Ihren Kummer, Genie. Gehen Sie, ziehen Sie los zur Speisespitze, bevor ich meinen Schwur gegenüber diesem großen antiquitierten Lastesel breche. Hey, nochmal mehr. Und? Nochmal mehr. Was immer mehr. Und eine Abkürzung. Aber... nee, es ist auch der falsche Knopf gewesen. Den wollte ich. Aber ich darf wieder Punkte verteilen. Ja, Punkte. Boah, 3 Angriffe, das ist natürlich dann richtig geil, ne? Es kostet mich 4, aber ich habe nur 2. Ach so. Ich darf erstatten, okay. Heilungseffekt erhöhen. Den Heilungsradius erhöhen. Ich glaube, da spare ich lieber. Bei Peach. Natürlich, hier wäre natürlich die... der Gleitboost, wenn ich weiterkomme, wäre ganz nice. Natürlich wäre ich auch sehr viel mehr Schaden nice. Was ich schon sehen lassen kann mit 53 Schaden mehr. Mmh. 10% mehr Schaden. Oder...
mehr Reichweite. Ich nehme mehr Schaden. Und Rabbit Mario. Bewegungsradius erhöhen. Was ist das hier? Gleichen Schaden von Raserei erhöhen. Die Gegenschlagreichweite. Nee, komm, wir nehmen den Radius. Achso, dafür brauche ich 3. Ah, ne, hat er schon. Okay. Hat er. Wunderbar. So, dann haben wir die Sparks. Hier kann ich noch den Aquaflux aufwerten. Und den Toxi Shaker. Das ist schon mal etwas. Häufiger einsetzen ist hier dieses Rätsels Lösung. Ah, da darf ich nicht rauf. Dann gehen wir halt in die Höhle. Das will man ja anscheinend von uns, dass wir in die Höhle gehen. Und hier ist auch nochmal ein Checkpoint. Stufe 23. Ja, super. Na, dann schnappen wir uns den. Ich meine, rein theoretisch ist das sogar ein relativ einfacher Gegner, wenn er auf Entfernung gehalten wird. So, alleine hier muss ich jetzt schon... gucken, wie ich das mache am besten. Hier komme ich zum Beispiel gar nicht lang. Das heißt also, so rein Theorie her... muss ich erstmal das so machen mit der Platscherei. Ich muss den einmal schon mal wegruppen. So, damit könnte ich jetzt mit ganz viel Glück da oben ankommen. Ich glaube, da macht es mehr Sinn, dann über die Peach zu gehen. Nein, 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 nein. Oh, das war jetzt doof gewesen. Und da komme ich nicht ran, ne? Und das macht bei denen gar nichts. Oh, das ist doch doof. Warum hat das nicht funktioniert? Ich dachte, ich würde da hochkommen. Oh, das ist doch echt... Nee, ne? Komm, das schaffst du. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Das wird schon mal funktionieren. Komme ich an den Rand? Nein, komme ich nicht. Dann holen wir jetzt noch ins Peach dazu. Die kann nämlich dann dafür sorgen, dass wir an den Rand kommen. So, sie kann jetzt erstmal Windstoß verursachen. Jetzt sag mir, dass du da an den Rand kommst, ne? Ja, wunderbar. So, jetzt kann Rabbit Mario nämlich da vorne hin, zu dem.
Und kann den hier bei der Bumba der Bing machen. Und tschüss! Es war so klar, dass der jetzt da runterkommt. Kein Ding. Und tschüss. Ah, verdammt, das ist ja... Ich kann mit Raserei gar nichts ausrichten. Das ist doch doof. Das heißt, er muss ja jetzt erstmal weg. Ich muss eine Runde warten, weil ich nichts machen kann. Jetzt kann ich aber was machen. Peach, komm mal her. Mal, kann ich mit dir vielleicht schon an den ran? Mit dem käme ich da ran. Das heißt... So. Machen wir das so. Ich komme immer nicht an den Rand. Ich glaub's nicht. Dann zünden wir den jetzt. Komm. Ein bisschen Verteidigung. Es ist klar, dass ich ja nichts machen kann. Aber jetzt kann ich mich um dich kümmern. Nein, immer noch nicht. Das muss doch jetzt funktionieren. Das gibt's nicht. Ich kann den hier nicht runterschubsen. Nein! Das gibt's nicht. Nee, ich muss warten. Ich muss warten, bis er auf einer besseren Position ist. Ja, auf der da. Was ein Stuss, oder? Das war auch doof von mir. Ich habe mich falsch hingestellt. Ah, nee, hat funktioniert. Danke. Das war sowas von dumm von mir, die eine Attraktion gerade. Aber gut, damit konnte ja auch keiner rechnen, ne? Oh nein! Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht. Oh Mann, da habe ich hier einiges zu erledigen. Links lang, links lang, links lang. Ah. Hier öffnet sich die Leiter. Aber wohin uns die Leiter führt und wieso es hier tropft, das und vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.